Fanfrust pur. Nach dem 2:2 Unentschieden im Relegationshinspiel steht der VfB am Abgrund zur zweiten Liga. Sehr zum Ärger der Fans. Und watscheliges Wahlorakel Anton Bell und Daisy verraten uns, welche Partei bei den Kommunalwahlen gut abschneiden wird. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Relegation ist die große Chance für den VfB Stuttgart, eine miese Bundesliga-Saison doch noch zu retten. Doch nach dem 2:2 gegen Union Berlin gestern Abend wird das im Rückspiel am Montag in der Hauptstadt ein schwieriges Unterfangen. Die Fans sind jedenfalls schon jetzt richtig gefrustet. Was die sich rausnehmen, ist eine Frechheit, ja. Das Herz blutet, aber was willst du machen? Wir haben es verdient. Es riecht nach zweiter Liga und es ist hochverdient. Kurz nach dem Spiel. Frust pur in der Cannstatter Fankneipe. 2:2 im Relegationshinspiel gegen Union Berlin. Wieder einmal steht der VfB Stuttgart am Abgrund zur zweiten Liga. 4 Stunden vorher sieht das noch ganz anders aus. Die Fans marschieren geschlossen zum Stadion. Das ist ausverkauft. Wer kein Ticket bekommen hat, schaut das Drama unter anderem im VfB-Fantreff Alter Hasen in Bad Cannstatt. Das Spiel wird zur Achterbahnfahrt der Gefühle. Freude und Frust innerhalb von 90 Sekunden. 1:1 zur Halbzeit. Die Spiele daheim, die ein Heimspiel. Union spielt vorne. Wir müssen kämpfen und die schaffen das. Ich hatte gehofft, dass sie wenigstens mal die Leistungen wie gegen Wolfsburg abrufen. Das ein bisschen mehr Druck, aber es ist wirklich miserabel. Ich würde zum Beispiel einen Mario Gomez bringen, der gerade bei solchen Chancen im 16er ein richtiger Mann wäre für uns. Und Gomez kommt und trifft. Doch auch Union trifft nochmal. 2:2 am Ende. Die Fans vor dem Rückspiel zwischen Frust, Ernüchterung und Galgenhumor. Ganz ehrlich, bin total geplättet. Ich wünsche mir jetzt von ganzem Herzen und vor allem für die Fans und die Region, dass der VfB ein ordentliches Spiel am Montag in Berlin macht. Mit viel Bier und Alkohol hilft, das hilft. Hier bei uns wird es genauso ablaufen wie heute. Professionell, beim VfB bezweifle ich das. Die Enttäuschung und der Ärger sitzen tief, aber noch ist nicht alles verloren. Die letzte Chance gibt's am Montag in Berlin. Ja, dann sind wir mal gespannt, was die Fans dann am Montagabend sagen. Haben sie schon Briefwahl gemacht? Wenn nicht, dann haben sie ja noch am Sonntag Zeit, ihr Kreuzchen zu setzen. In Baden-Württemberg finden dann die Kommunalwahlen statt. Welche Partei da wohl allgemein am besten abschneidet? Wir haben im Vorfeld unsere drei Watschlicken-Experten Anton, Bell und Daisy gefragt. So viel vorweg, sie haben es faustdick hinter den Ohren. Jetzt doch keine Lust auf Kommunalwahl? Scheinbar ist unserem Regio-TV-Wahlorakel Politik wohl zu trocken. Dabei haben wir die Parteien super in Szene gesetzt mit Mehlwürmern und Salat. Was? Wie Salat und Mehlwürmer? Wo? Hier und direkt verfehlt. Dabei ist das doch die Leibspeise von Anton, Bell und Daisy. Aber wie kommt man überhaupt dazu, sich Laufenden zu halten? Da bin ich mehr oder weniger unglücklich dazu gekommen. Ich habe die zum Geburtstag geschenkt bekommen und jetzt lebe ich mit meinen drei Enden. Dass die eines Tages in die Politik gehen würden, damit hat Besitzer Marcel aber auch nicht gerechnet. Zurück zum Wesentlichen. Erstmal herantasten. Einen kleinen Seitenkick also für die sonstigen Parteien und die FDP. Und so geht's gerade weiter. Musik.
Auf die sonstigen Parteien scheint es Anton ganz besonders abgesehen zu haben. Kosten will er trotzdem nicht, ist wohl noch skeptisch. Jetzt mischt sich noch Daisy ein, doch Anton tritt wieder nach und ab die Post. Kurz nach dem Rechten schauen und wieder zurück. Seitenhieb für FDP und AfD. Jetzt solltet ihr euch aber langsam mal entscheiden. Tatsächlich, Bell übernimmt das Zepter und trifft eine Entscheidung. Die sonstigen Parteien scheinen die Entendame überzeugt zu haben. Und Bell legt direkt noch nach, die Grünen und die CDU schmecken wohl auch. Anton und Daisy scheint das nicht zu interessieren, wobei sie sich am Ende dann doch zur Wahl hinreißen lassen und die Parteien auseinandernehmen. Eine Ente sollte man sein. Aber auf die Vorhersage der Enten sollten Sie sich nicht verlassen. Die wirkliche Entscheidung fällt natürlich am Sonntag. Bei der letzten Kommunal- und Europawahl war die Wahlbeteiligung mit knapp 50% recht mager. Das war vor 5 Jahren. Ob die Stuttgarter den Gang zur Urne mittlerweile etwas ernster nehmen und ob die Bürger überhaupt wissen, was sie da bei der Wahl genau tun sollen? Reges Treiben in der Stuttgarter Innenstadt. Ob so viele Menschen auch am Sonntag ins Wahllokal gehen werden? Das ist Pflicht eines jeden Bundesbürgers. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Warum überlegen Sie? Ich weiß denn nicht wen. Das ist eine Frage der Einstellung. Eigentlich könnte man schon gehen, weil jeder hat Zeit sonntags eigentlich. Und aber was hält dich so ein bisschen davon ab? Ja, wenn ich ehrlich bin, vielleicht so die Lust und auch das Interesse. Die Wahlbeteiligung ist ja auch eher gering in Deutschland, würde ich mal sagen. Deswegen erst recht. Vielleicht kannst du ihn mitnehmen. Ja, ich wusste gar nicht, dass er nicht geht. Aber jetzt, nachdem ich es weiß, werde ich ihn schon mitnehmen, denke ich. Bei der Europawahl haben die beiden dann jeweils eine Stimme. Bei der Kommunalwahl gibt es allein in Stuttgart 60 Stimmen zu verteilen. Zum Beispiel durch Panaschieren. Aber was ist das überhaupt? Panaschieren? Keine Ahnung. Das hört sich nach was zum Kochen an. Was könnte es sein? Eine Zubereitungsart von Essen? Panieren? Nee, panaschieren, keine Ahnung. Karl-Ulrich Tempel von der Landeszentrale für politische Bildung klärt auf. Bei der Kommunalwahl kann ich ja jeder Kandidatin, jedem Kandidaten bis zu 3 Stimmen geben. Und ich kann auch sagen, ich will noch jemand anderen von einer ganz anderen Liste. Dann panaschiere ich und hole mir den auf meine Ausgangsliste einfach rüber und gebe dem auch ein paar Stimmen. Die Stimmen können also auch parteiübergreifend vergeben werden. Und dann? Dann müssen Sie sehr genau zusammenzählen, dass Sie die 60 Stimmen nicht überschreiten. Wenn Sie die nämlich überschreiten, wird der Stimmzettel oder Ihre Wahl ungültig. Und bevor das passiert, können unsichere Wähler auch Folgendes machen. Sie können natürlich auch einen Stimmzettel gar nicht kennzeichnen oder insgesamt kennzeichnen und unverändert abgeben. Hauptsache die Stimme, die man hat, nutzen, finden einige Stuttgarter. Wenn man nicht zur Wahl geht, kann man auch nichts verändern. Wer nicht wählen geht, der lässt sich sein Recht entgehen. Der ist dumm. Da schließen wir uns der Dame an. Kurze Pause, dann schauen wir noch in die Stuttgarter Porsche Arena, wo der TVB Stuttgart gestern Abend auf niemanden geringeren als den amtierenden und höchstwahrscheinlich auch kommenden Meister Flensburg getroffen ist. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Trotz Relegationsspiel des VfB Stuttgart in der benachbarten Mercedes-Benz Arena pilgerten gestern Abend knapp 6000 Handballfans in die Porsche Arena. Sie wollten zum einen den deutschen Meister Flensburg sehen, der auch mit 30-20 gewinnen konnte, aber auch dabei sein, wie einige Spieler ihren letzten Porsche Arena-Auftritt im TVB-Dress absolvierten. Für gleich 5 Spieler war das Spiel gegen Flensburg-Handewitt nämlich der letzte Auftritt in der Arena im TVB-Trikot. Gerade für Spieler wie Michael Schweigert, Tobias Schimmelbauer und Simon Baumgarten, die teilweise 15 Jahre für den TVB gespielt haben und schon bei den ersten Spielen in der großen Halle dabei waren, etwas ganz Besonderes. Ja, es war schon ein komisches Gefühl, heute zum letzten Mal hierher zu kommen, aber ich habe jetzt, ich glaube, 13 Jahre spielen wir jetzt hier, ein paar Spiele hier gemacht, das passt schon. Wir wollten heute unbedingt noch irgendwie in den Meisterschaftskampf eingreifen. Das ist uns leider nur phasenweise gelungen. Wir hatten 1-2 Mal die Chance vor der Halbzeit und auch nochmal um die 40. Minute rum, den Rückstand noch ein bisschen zu verkürzen, dass Flensburg vielleicht Nerven zeigt. Aber leider hat uns da heute in der Breite die Qualität gefehlt.
Ja, und wir sagen Ihnen jetzt gleich noch, was Sie alles zum Wetter in den kommenden Tagen in der Region wissen sollten. Morgen schauen wir hier im Journal noch einmal zurück auf die Woche in der Region. Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Wir haben am Samstag sehr, sehr große Unterschiede auf recht kleinem Raum. Zum einen sehr trüb, nass, gewittrig, zum anderen doch ziemlich sonnig. Und die Sonne, die versteckt sich nämlich hier. Die haben wir von der Vorderpfalz rüber bis zum Pfälzerwald. Da könnte es dann auch mal um 21 Grad werden. Ansonsten ist es etwas kühler. Und wir haben schon ziemlich viele Wolken, auch zu Beginn des Tages über Baden-Württemberg. Teilweise schon Schauer, gerade über dem Schwarzwald, der Baar und der südlichen Schwäbischen Alb. Da werden dann im Laufe des Tages teilweise recht kräftige Gewitter raus mit Starkregen und die ziehen dann nach Nordosten und Osten und dann wird es fast überall mal nass werden. Auch im Großraum Stuttgart ist das der Fall. Hier haben wir anfangs diese dichten Wolken, wie schon angekündigt. Die Sonne, die versteckt sich hier eher Richtung Nordwesten und dann ziehen die Schauer und Gewitter auch hier über die Region hinweg. Vorher noch um 20 Grad, dann wird es spürbar kühler. Das gleiche gilt für Schwaben. Da ist es anfangs noch verbreitet trocken, nur ganz selten mal Schauer, auch recht wenig Sonnenschein und dann geht es über der Alp los mit den Gewittern und diese um 18 Grad, die wird es dann hier auch nicht mehr geben. Ähnliches Temperaturniveau in etwa am Bodensee, auch hier viele Wolken, später kommen Schauer und Gewitter dazu und gerade zum Abend wird das Ganze hier wirklich in Dauerregen übergehen, also sehr, sehr unangenehm. Der Sonntag, da gibt es dann mal wieder etwas Sonnenschein, es ist trockener, aber die nächsten Tage, wir sehen das schon, es wird sehr wechselhaft und sehr, sehr nass.